Und hier ist er wieder, der wöchentliche Rückblick zu den Neuigkeiten über Star Citizen. Herzlich willkommen zu den Verse News am Samstag. Die aktuelle Live-Version ist die Star Citizen Alpha Version 3.24.2a. Im PTU steckt zurzeit der Intergalactic Aerospace Expo Patch die Star Citizen Alpha Version 3.24.3 und die Evocatis testen im EPTU die 4.0 Pyro und den Übergang zwischen Stanton und Pyro. Bevor wir reingehen in die eigentlichen Themen, kommen wir zur Kategorie kurz und knackig. Im Spektrum gab es einen Post und die drei zusätzlichen Inhalte des CitizenCon 2954 Digital Goodies Packs wurden veröffentlicht. Es ist einmal die CitizenCon 2954 Trophy, dann gibt es einen wunderschönen Vanduul Totenkopf oder auch Skull genannt und das vierte Item oder das zweite verdeckte Item ist ein Valakar Plüschi. Ja, wir haben es ja schon live auf der CitizenCon gesehen. Wer die Videos gesehen hat, der weiß schon Bescheid. Aber die bekommen wir jetzt dann, ich denke mal, mit dem nächsten oder übernächsten Patch dann zugespielt. Dann geht es bald los mit der Planung des diesjährigen Abschlussrennens, dem iSpeedway auf Mycotech. Wir treffen uns mit der Reststop-Community, fahren ein wunderschönes Rennen, es gibt ein paar Preise und zum Abschluss sitzen wir dann am Lagerfeuer unter dem Asperia Grand und lassen das Jahr ein bisschen Revue passieren, bevor auch der Citgo dann in eine kleine Winterpause geht. Das ist aber noch ein bisschen hin. Bis dahin gibt es natürlich noch News. Was habe ich diese Woche für euch mitgebracht? Wir schauen einmal auf die Subscriber Promotion Flares vom November 2024. Dann gibt es endlich Informationen zur Intergalactic Aerospace Expo und einen Countdown. Da schauen wir natürlich rein. Dann gab es einen PU Monthly Report vom Oktober 2024. Auch den habe ich für euch ins Deutsche übersetzt. Und dann geht es noch rein ins Inside Star Citizen. So, ich würde sagen, wir haben viel vor, wir legen los. Los geht es mit den Subscriber Promotion Flares vom November 2024 und es gibt drei Stühle sowie einen Würfel mit den ganzen Herstellerlogos drauf, falls ihr mal nicht wisst, mit wem ihr losfliegen wollt. Ja, wenn es dann natürlich auf die IAE 2954 fällt, ja, dann könnt ihr euch ein Schiff aussuchen. Dann seid ihr wieder in der Podolie, dass ihr immer noch nicht wisst, mit was ihr losfliegen sollt. Ne? So, wie teilt sich das aus? Wir haben hier unten mehrere Möglichkeiten. Die Centurions bekommen diesen wunderschön leuchtenden Würfel, ja, den ich ja gerade schon beschrieben habe. Ja, gut, kann man machen. Ja, so würfeln, auswürfeln ist mal gut. Ich wünsche mir ja immer noch Schnick, Schnack, Schnuck im Spiel. Ne? Wenn man mal was ausloten will, dann ist Schnick, Schnack, Schnuck immer die beste Wahl als Emote. Wäre das ziemlich geil. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch noch ein paar schöne Stühle, denn die Imperatoren, also die, die $20 im Monat an CIG spenden, die bekommen neben diesem Würfel noch diesen Crusader Armchair. Oder Share, besser gesagt. Arme hat er ja gar nicht. Ne? So, ja, den könnt ihr euch dann auch noch in euren Hangar, in euren Schiff, in euer Habitation, wo auch immer hinstellen und euch da Platz nehmen. Dann gibt es zusätzlich zum Kauf noch den RSI Ascent Share. Ja, das ist ein etwas dickerer, gepolsterter Sessel. Auch den könnt ihr euch natürlich hinstellen. Der ist übrigens aus der Phoenix. So, und dann gibt es noch einen Anvil Share. So, der sieht so aus. Ja. Ne? Und weil ich ja Designer bin, muss ich sagen, hier sieht man wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass Stühle nicht einfach mal designt werden können. Ne? Ich meine, der einzige, der noch irgendwie ansatzweise für mich funktioniert, ist der in der Mitte. Ja, das ist halt so ein Sessel, so ein ausgebauter Sessel, das passt schon. Aber die anderen beiden, ja gut, das ist aber einfach mein Designer-Ding, das ist einfach, ja, geil. Wir würden wahrscheinlich sagen, das ist ein No-Go. Viel zu viel Form, es geht viel zu viel ab. Aber ein Stuhl ist halt auch nicht einfach. So, weiter geht's hier unten, da habt ihr dann nochmal die Pledge-Möglichkeiten. Ihr könnt euch natürlich 20 solcher Würfel holen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst aber Subscriber sein, ja, sonst kommt ihr nicht in den Subscriber-Store und könnt hier zuschlagen. Ne? Ihr könnt euch Stühle holen ohne Ende, einzeln, ja. Einmal den Crusader-Share, einmal den RSI-Share und einmal den Anvil-Share. Und ihr könnt natürlich auch gleich die Grubbe. Ja, die Grubbe könnt ihr euch auch holen. Da könnt ihr gleich hier zuschlagen. Gibt sogar noch 15% Rabatt auf die Grubbe. So, Vehikel haben wir hier diesen Monat. Einmal die A1 Spirit, ja, und einmal die
C1 Spirit. Na, das sind die beiden Schiffe, die es gibt. Die C1 Spirit gibt es für die Centurions mit 12 Monaten Versicherung, ja. Und die A1 Spirit gibt es zusätzlich für die Imperatoren, ja. Aber mit 24 Monaten auf beide Schiffe. Aber halt, stopp! Ja, die IAE steht an und Freunde, da hätten sie eigentlich schon mal 120 Monate drauf machen können. Ich weiß, das ist wahrscheinlich so einprogrammiert und das ist wahrscheinlich nicht einfach zu ändern. Wahrscheinlich doch, aber keine Ahnung, ja. Aber mit der IAE in 2 Wochen gibt es sowieso alle Schiffe mit 120 Monaten Versicherung. Also glaube ich, ja, das war bis jetzt immer so. Kann natürlich sein, dass sie das irgendwann ändern, aber ja, gut, ne? Müssen wir mal gucken, ne? Aber wartet da lieber erstmal, ne? Wartet die IAE ab, ne? Schlagt da nicht gleich zu, dass er sagt, oh, hier, die A1 wollte ich ja schon immer haben, jetzt ist sie wieder da, ich kaufe die jetzt, ne? Und dann, ja, habt ihr nur 12 Monate. Könnt ihr natürlich trotzdem machen, ja? Ihr könnt die auch jetzt kaufen, irgendwas in die Luft jagen und dann wieder einschmelzen und zur IAE dann das nochmal kaufen mit mehr Versicherung. Das ist ja jetzt kein, ja, kein Konzept oder so. Das wird kein Warbond sein, deswegen könnt ihr das natürlich trotzdem machen. Aber ihr könnt natürlich auch noch warten. So, dann gibt es noch den Hinweis auf den Merchandising Store. Wie jedes Mal 10% und 15% auf die Artikel sind rabattiert. Und hier geht es dann zum Subscriber Store, wo ihr rückwirkend alle Items noch kaufen könnt, die es jemals gab. Ja, und hier noch der Hinweis, wenn ihr kein Subscriber seid und vor dem 11. November eine Subscription dalasst, dann kriegt ihr noch entweder den Würfel oder den Armshare oder den Share besser gesagt für Umme dazu. Ja, und wenn ihr es verpasst, dann könnt ihr rückwirkend natürlich noch in den Subscriber Store gehen. Und alle Items, die es im Subscriber Store jemals gab, das steht hier oben auch noch irgendwo, die sind auch in-game zu finden, allerdings 3 Patches dann im Voraus. Ja, hier steht es nochmal. Hier seit der 3.17 gibt es alle Subscriber-Items dann mit 3 Monaten in der Zukunft dann im Game auch zu finden. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch nie einen Stuhl gefunden in der Box. Ne, keine Ahnung, wie sie das machen wollen, dass man dann auch Stühle findet. Vielleicht stehen die dann irgendwo rum, ja, in irgendwelchen verlassenen Outposts, die man dann mitnehmen kann oder so. Müssen wir mal gucken. Meistens handelt es sich dann hier um kleinere Items, die dann auch in welchen Kisten dann, ja, gelootet werden können. Wahrscheinlich steckt das hier auch irgendwo drin im Satz, ne? Ja, wisst ihr Bescheid? Die Subscriber Promotion Flares von November 2024. Freunde, da kommt die Polaris angeballert und die Intergalactic Aerospace Expo 2954 ist nun auf der RSI-Seite announced worden und wir sehen, es dauert noch ungefähr 2 Wochen bis zum Start dieser Messe. Ich hatte mir im Vorfeld für die Verse News Notizen gemacht und geschrieben, so, wir brauchen ja langsam mal Informationen, was ist da los? Und zack, schon reagierte CRG 2 Stunden später und hat sie rausgehauen. Ja, fantastisch. So, jetzt wissen wir Bescheid. Das Ganze startet nun am 22. November und geht bis zum 5. Dezember, etwas später als normal. Und wir haben wieder die Möglichkeit, über 150 Schiffe und Vehikel frei zu testen. Und nicht nur wir, sondern es findet während der Zeit auch ein Free-Fly-Event statt. Also auch die ganzen Uwes können reingehen und diese Schiffe testen. Ja, sagt eurer Oma Bescheid, Oma Uwe, Opa Uwe, Hund Uwe, ja, dass sie dort reingehen können und testen können. Und hoffentlich sind die FPS dieses Jahr auch vernünftig. Ja, das ist nämlich immer so ein kleiner Neckbreaker, finde ich, dass, wenn man dann auf die Messe geht, dann sind die FPS so bei 15, 20 und das ist alles immer, wir denken mal positiv, ja. So, dann wird die Polaris, die kommt auch dieses Jahr raus, am RSI-Tag können wir die Polaris auch ausleihen und testfliegen und im Reststop plant der Thomas gerade ein richtig geiles Polaris-Event. Das werden wir dann wahrscheinlich auch während dieser Zeit dann machen und dort
dann mit einer Crew auf der Polaris eine richtig geile Aktion starten. Ne? Das plant der Thomas gerade im Reststop und da könnte ich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Dann gibt es neue Vehicles. Neben der Polaris werden natürlich auch noch neue Vehicles vorgestellt, also andere Raumschiffe, andere Fahrzeuge. Es gibt spezielle Vehikelfarben und Ingame-Items. Ja, Rüstung vielleicht, mal gucken, müssen wir mal schauen. So, das ist das Video, was wir gerade gesehen haben. Sehr, sehr geil. Und hier unten gibt es nun das Eventprogramm. Hier startet das Ganze, wie gerade schon gesagt, am 22. November mit Crusader Industries und Tumberland System in der Apex Hall. Ja, wie schon seit längerem überschneiden sich hier die Hersteller immer um einen Tag, denn am 23., während Crusader Industries und Tumberland System noch in der Apex Hall sind, kommt schon Aegis Dynamics in die Zenith Hall, ja, und ist hier wieder für 2 Tage vertreten. Hier könnt ihr, wie gesagt, die ganzen Exponate euch anschauen, ihr könnt da reingehen, ihr könnt sie ausleihen und sie natürlich testfliegen für 24 Stunden. Am dritten Tag, vom 24. bis zum 25. November, ist Mirai und der Musashi Industrial and Starflight Concern dann in der Apex-Halle. Da verlässt dann Crusader Industries und Tumberland System die Halle und Mirai und Misk ziehen ein. Am vierten Tag ist Alien-Tag. Getak, Aopoa, die Banu Manufactory und Esperia ziehen dann in die Zenith-Halle und hier sehen wir dann die ganzen Flight-Ready-Alien-Schiffe. Am fünften Tag wird es dann hot, Freunde. Hier ist dann RSI-Tag und die Polaris wird in die Hallen gestellt und zum Ausleihen zur Verfügung gestellt für 2 Tage. Richtig, richtig coole Sache. Am 27. bis 28. November ist dann Argo Astronautics, Consolidated Outland, Grey Cat Industrial und Kruger Intergalactic in der Zenith-Halle. Hier teilen sich dann diese 4 Manufakturen die ganzen Hallen und stellen ihre Exponate auf. Am 28. November wird es wieder etwas süffig. Wir werden uns im Vorfeld zur Drake-Messe ein bisschen die Kante in-game geben und dann besoffen uns die Messe angucken. Das ist ja schon fast Tradition. Wir haben es einmal gemacht, aber auch mit einmal kann schon eine Tradition ins Leben gerufen werden und ich würde sagen, das machen wir wieder, das hat Bock gemacht. Dann am nächsten Tag ist dann Origin Jumpworks mit ihren Ausstellungsstücken da und am letzten Tag, am 30. November, Anvil Aerospace. Ja, so, das ist aber natürlich noch nicht der letzte Tag der Messe, das ist nur der letzte Tag der Aussteller, ja, denn am 1. Dezember ist dann Best in Show, hier werden dann die Gewinner des diesjährigen Ship Showdowns gekürt mit ihren Farben und ich schätze mal, die werden so blau bis lila, vielleicht. Ja, mal gucken. Ja, sie haben ja immer die Expo-Farben und da denke ich mal, wird es dann in diese Richtung gehen. Am 2. Dezember bis zum 5. Dezember ist die Zenith Hall allerdings noch geöffnet, ja, und ihr könnt nochmal alle Schiffe, die die Hersteller ausgestellt haben, am Monitor euch für 24 Stunden ausleihen und diese dann nochmal testfliegen. Das gilt nicht nur für alle Citizens, sondern auch für die, die am Free Fly Event teilnehmen. Ja, richtig geile Sache. Ich freue mich da schon drauf. Ich lasse mich im Vorfeld ja auch immer nicht spoilern. Gehe im PTU schon auf die Messe, guck mir das alles schon an. Ich will das wirklich an den Tagen erleben und deswegen, wie gesagt, einzige, wo ich immer hoffe, ist halt bitte, 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 bitte gute FPS. Ja, so. Ich weiß, ich habe auch nicht mehr die frischeste Grafikkarte, aber ich habe jetzt auch keine schlechte Grafikkarte. Ne? Also, das muss funktionieren. Es muss einfach funktionieren. So, hier unten habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr noch keine Infos von CIG bekommt, dann geht ihr auf diesen Link hier unten, ja, da könnt ihr dann eine E-Mail-Adresse hinterlassen und kriegt dann regelmäßig irgendwelche Informationen über die Manufacturers, also über die Hersteller und die Schiffe und die Intergalactic Aerospace Expo. Ne? Das ist praktisch so eine Art Newsletter, den ihr hier abonnieren könnt. Dann bekommt ihr dann immer eine E-Mail, wenn dann irgendwas Neues kommt. Ja, sehr, sehr coole Sache. Intergalactic Aerospace, meine lieben Freunde. Ich hab Bock, ich freue mich darauf auf dieses klasse Event und hoffe, ihr seid mit dabei. Wir werden jeden Tag streamen. Ja, jeden Tag werden wir uns die neuen Hersteller angucken. Wir werden uns eine Stunde vorher im Reststop treffen, bevor die Hallen dann aufmachen. So kommen wir auch gut auf die Server drauf. Das hat sich über die Jahre und funktioniert auch wirklich gut. Deswegen werden wir das dieses Jahr auch so machen. Wenn ihr mitkommen wollt, dann seid dann in der Wartehalle. Und wir werden dann auf jeden Fall gemeinsam rübergehen über die Messe, werden dann in-game darüber sprechen, mit euch im Chat natürlich auch. Wir machen einen Livestream und ich freue mich auf euch, Freunde, und auf die Intergalactic Aerospace Expo.
Wir kommen als nächstes zum PU Monthly Report vom Oktober 2024. Der Oktober war ein arbeitsreicher Monat für alle CIG-Mitarbeiter mit Patch-Launches, Pyro im PTU und natürlich der CitizenCon 2954. Neben diesen großen Events wurden auch die Fortschritte bei den kommenden Features fortgesetzt, wobei viele Teams die Inhalte für die im Dezember geplanten Alpha 4.0 und 2025 fertigstellten, lest weiter, um alle Details zu erfahren. Dies ist übrigens der letzte PU Monthly Bericht in diesem Jahr. Der November- und Dezember-Beitrag folgt dann im Januar. Wir sehen uns. So, los geht es hier mit AI-Content. Im letzten Monat hat das AI-Content-Team die sozialen Verhaltensweisen unterstützt, die mit den verlassenen Außenposten und Siedlungen von Ständen verbunden sind, die für neue Missionsinhalte genutzt werden sollen. Da neutrale Spieler diesen Ort besuchen können, müssen sich die NPCs normal verhalten, wenn sie nicht bedroht werden oder unter Missionsbedingungen stehen. Das Team arbeitete auch an Aufgaben für Alpha 4.0, einschließlich der Validierung der sozialen KI in verschiedenen Stationen rund um Pyro. Sie überprüften auch Stantons Landezonen, um zu sehen, wo Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Nach weiteren Gesprächen will das Team neue Inhalte erfassen, um sowohl Stanton als auch Pyro dynamischere Konversationen zu ermöglichen. KI-Direktor Francesco Rucucci war auch Gastgeber der Brave New Worlds Präsentation auf der CitizenCon, in der es darum ging, die KI zum Leben zu erwecken und wie sie sich auf die Kampferfahrung im Verse auswirkt. Nächstes Team, AI Features. Im Oktober verbesserte AI Features die menschlichen Kampffunktionen für Alpha 4.0. Für die ersten Reaktionen wurde das Verhalten überarbeitet, um konsistentere Reaktionen in einer Reihe von Situationen zu ermöglichen. Dies wurde in der im frühen Bericht erwähnten Testzelle gründlich getestet. Das Team arbeitete weiter an der Funktionalität für NPCs, die niedergeschlagene Freunde heilen, einschließlich Änderungen an den Akteurzuständen, um sicherzustellen, dass der Animationsfluss zwischen individuellen und synchronisierten Animationen korrekt weiterläuft. Es wurden auch Testzellen erstellt, um sicherzustellen, dass der Sanitäter in verschiedenen Setups konsistent arbeitet, auch aus verschiedenen Richtungen um den Körper des Patienten herum. Für das Munitions- und Waffenmanagement haben die Entwickler die Nachladefunktionalität überprüft, einschließlich des Verhaltens beim Umschalten auf eine Seitenwaffe, wenn Munition eingesammelt oder von Leichen geplündert wird, und dem anschließenden Zurückschalten. Ja, Freunde, es geht hier um AI, also um die künstliche Intelligenz, ne? Nicht verwechseln mit den Spielern, ja, das muss man ja immer wieder betonen an der Stelle. Es geht hier um die NPCs und um das NPC-Verhalten, ja, so, nur noch mal kurz erwähnt an der Stelle. Verbesserungen wurden auch an NPCs mit Raketenwerfern vorgenommen, die nun auch dann in den Kampf eingreifen, wenn keine Deckung verfügbar ist, und zu ihrer Seitenwaffe wechseln, wenn ein Feind zu nahe kommt. Warum? Da kann man doch auch den Raketenwerfer... Okay. Die Teams für AI-Features und Audio arbeiten zusammen, um Wildlines für alle KI-Verhaltensweisen zu implementieren und zu korrigieren, einschließlich erster Reaktionen, Taktiken und Untersuchungen. Das Team hat ebenfalls auf der CitizenCon das erste Valakar-Gameplay vorgestellt. Der Valakar, das ist der Riesen-Sandwurm für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Arbeit an dieser Kreatur hat wirklich Spaß gemacht und war sehr interessant, da sie sich von allem anderen unterscheidet, was wir bisher im Spiel hatten. Wir werden mehr Details über seine Implementierung und die Herausforderungen, denen wir uns im Vorfeld seiner Veröffentlichung stellen mussten, mitteilen. Das AI Feature Team. Kommen wir zum nächsten Team, AI Tech. AI Tech unterstützte weiterhin das Server-Meshing und synchronisierte die Subsumption-Komponenten zwischen dedizierten Servern, sodass NPCs ihre zugewiesenen Verhalten beim Wechsel beibehalten. Sie implementierten dann den ersten Durchlauf mehrerer Funktionen, die während der CitizenCon vorgestellt wurden, einschließlich Verbesserungen der feindlichen Sichtwahrnehmung, die nun planetare Beleuchtungszyklen mit einbeziehen. Ja, mit anderen Worten, ist es dunkel, können euch die NPCs auch nicht so gut sehen. Das ist auch richtig wichtig und schön, dass das jetzt so langsam kommt. Der erste Durchlauf der dynamischen Deckungsgenerierung für Planeten wurde ebenfalls abgeschlossen. Dies kann auch an anderen Orten mit Navigationsbereichen verwendet werden. Wie auf der CitizenCon zu sehen war, kann das Team nun Deckungsorte und Oberflächen gleichzeitig mit einem Navigationsnetz generieren.
Außerdem wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der das Navigationskostenvolumen und das Navigationsausschlussvolumen mit Bereichen in verschiedenen Objektcontainern verknüpft werden können. So können beispielsweise Außenposten-Objektcontainer, die über Ausschluss- oder Kostenvolumen verfügen, beeinflussen, wie das Navigationsnetz des Planeten generiert wird. Außerdem wurden Verbesserungen an der Schiffs-KI vorgenommen, einschließlich der Vermeidung von Planetenoberflächen, was sehr wichtig ist, ja, und die Validierung des Waffeneinsatzes von Schiffen gegen Verbündete wurde optimiert. Außerdem wurden wahrnehmungsbezogene Komponenten wie Sehen und Hören optimiert. Zum Beispiel sind die Abfragen von Sichtzonen jetzt schneller, während die Ausbreitung von Audiostimuli genauer ist, da sie nun einen Raumsystemgraphen verwenden. Kommen wir zum letzten künstlichen Intelligenz-Team, was hier in diesem Monat berichtet, was es getan hat. Das AI Game Intelligence Development Team, auch kurz AIGIDT. Während des gesamten Oktobers hat das Game Intelligence Development Team an StarScript V1.0 für die interne Veröffentlichung gefeilt. So wurden zum Beispiel die Ladezeiten für die meisten großen Container, in Klammern zum Beispiel ein ganzes Sonnensystem, von 10 auf 2 Sekunden verkürzt und der neue Gruppen-Look integriert, um die Gruppe klarer zu unterscheiden. Außerdem wurden minimale und maximale Zoom-Bereiche im Diagramm-Editor eingeführt, um Unterbrechungen der Ansicht zu vermeiden. Das Hilfe-Pop-up verdeckt nicht mehr die Aufgabenknoten und das Smart-Panel wurde eingeführt. Diagramme werden jetzt in der gleichen Reihenfolge wie ihre Namen in der Gliederung dargestellt. Falsch platzierte parallele Anschlüsse an Aufgabenknoten wurden korrigiert und die Anzeige von 2 Diagrammen funktioniert jetzt ebenfalls korrekt. Die Beziehungen zwischen einem Eigenschaftenpanel und dem ausgewählten Element im Smart Panel wurden verbessert, während abgerundete quadratische Aufgaben in das Smart Panel integriert wurden, um die Aufgaben im Diagramm Viewer nachzuahmen. Kästchen in kollabierenden Gruppen wurden vergrößert, um lange Titel aufzunehmen, während ein Symbol hinzugefügt wurde, um Aktivitäts- und Missionsvariablen im Outliner zu unterscheiden. Ja, es ist völlig logisch, oder? Ja, es handelt sich hier um interne Tools, ne? Deswegen klingt das alles so ein bisschen kryptisch, aber auch daran muss natürlich gearbeitet werden. Schließlich wurde für StarScript ein QA-Testverfahren erstellt, um die wichtigsten Aktivitäten und Missionen ordnungsgemäß zu testen. Ja, wir sind nun bei Animation. Im vergangenen Monat arbeitete das Animationsteam am Valakar und der Weltraumkuh sowie an der Anpassung des Kopions. Außerdem wurde die Gesichtsanimation für die PU-Charaktere fortgesetzt und die Vorbereitungen für einen bevorstehenden Dreh der Geschichte getroffen. Das Animationsteam unterstützt derzeit das Leveldesign mit einer Reihe von Spielerinteraktionsanimationen für die Leveldurchquerung. Weiter geht's mit Art Characters. Im Oktober konzentrierte sich das Character Art Team auf Aufgaben im Zusammenhang mit der CitizenCon. Nach der Veranstaltung setzte das Team die Erstellung der Gebrauchs- und Spezialistenrüstungen fort, einschließlich Farb- und Materialvariationen zur Unterstützung von Fraktionen und Missionen. Außerdem wurde mit der Arbeit an Rüstungen für kommende Events begonnen. Art Characters erstellte neue Rüstungen, darunter auch Utility, Battletech und eine Super Heavy Armor. Nächstes Team, Art Ships. Im Oktober schloss das Schiffsteam die letzten Content Reviews für die RSI Polaris ab, während die letzten Arbeiten an der MISC Starlancer Max im Gange sind. Das Team ist mit 2 unangekündigten Vehikeln fast fertig, während mehrere andere kurz vor ihrer Whitebox und Greybox Überprüfung stehen. 6 weitere Vehikel werden ebenfalls bald in Produktion gehen. Economy. Das Economy-Team hat seine Arbeit an Pyro fortgesetzt und mit der Umsetzung einiger der im frühen Monatsbericht erwähnten Änderungen am Balancing begonnen. Missionsdesign. Im Oktober hat das Mission Design Team die Questkette Safe Stanton fertiggestellt. Diese beinhaltet 3 neue modulare Missionen. Außerdem wurde ein Journal-Eintrag erstellt, mit dem die Spieler ihren Fortschritt während des Events verfolgen können. Die Überarbeitung des Missionssystems wurde vorangetrieben, während zukünftige Handwerkermissionen derzeit den letzten Schliff erhalten. Wir haben einen Riesenspaß auf der CitizenCon, trafen viele Unterstützer, hatten viele Gespräche über Missionen und teilten unsere Pläne für Star Citizen 1.0 mit, das Mission Design Team.
Neben den grundlegenden Archetypen für einige der Gilden, die auf der CitizenCon vorgestellt wurden, planten sie ebenfalls weitere Tasks für zukünftige Veröffentlichungen. Narrative. Das Narrative-Team hat im Vorfeld der CitizenCon eine Vielzahl von Aufgaben in Angriff genommen und auch außerhalb der Veranstaltung weiter gearbeitet. Das ist aber gut. Zum Beispiel die Erstellung von Missionstexten und Discoverables für die Alpha 3.24-Patches und die Arbeit an der beträchtlichen Textmenge, die zur Übersetzung von Missionsinhalten in Alpha 4.0 benötigt wird. Die wichtigste Ankündigung des Teams für diesen Monat kam während der Präsentation The Star My Destination auf der CitizenCon, in der umrissen wurde, wie Star Citizen 1.0 aussehen wird und die umfangreiche erzählerische Arbeit, die damit einhergehen wird. Der Vortrag skizzierte die Einführung einer Hauptgeschichte, Gilden und Fraktionen sowie Ortsgeschichten, um dem persistenten Universum Charakter zu verleihen. Imrisis Guide für die Idris und ein Portfolio über Wildstar Racing wurde zusammen mit dem Jump Point vom Oktober veröffentlicht, der einen tiefen Einblick in die People's Alliance of Lesfge bot. Außerdem gab es eine weitere Reihe von Galactapedia-Einträgen. Online Technology. Im Oktober arbeitete das Team der Online-Dienste weiter an den Funktionen für Alpha 4.0. In diesem Zusammenhang wurde die Überarbeitung des Entity Subscription Service, in Klammern die für Markierungen verwendet werden, abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Testphase. Die für das Server-Meshing erforderlichen Änderungen am Backend-Sozialsystem begannen mit internen QA-Tests. Das Mission-System startet ebenfalls seine erste Testrunde, wobei zusätzliche Funktionen zur Unterstützung größerer koordinierter Missionen derzeit entwickelt werden. Das Live-Tools-Team begann mit der Fertigstellung eines neuen Tools, das eine detailliertere und leistungsfähigere Zugangsverwaltung für Hex bietet. Die Testphase begann mit den Spieler-Support-Teams, deren Feedback in zukünftigen Verbesserungen einfließen. Auch die Arbeit an der neuen Architektur für die internen Fehlermeldungspipelines wurden fortgesetzt. R&D. Das R&D-Team hat die letzten Monate damit verbracht, die Einführung des dynamischen Wetters zu unterstützen. Um sich entwickelnde Wolken zu unterstützen, wurde ein Berechnungsdurchgang durchgeführt, um die globale Wolkenlandschaft auf der Grundlage lokaler Planeteneigenschaften wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind zu animieren. Diese Daten werden als Grundlage für die Gestaltung von Wolkenfronten verwendet, die dann lokal durch prozentuales Rauschen verfeinert werden. Diese Daten werden auch verwendet, um eine Wetterkarte zu erstellen, damit das Wetter, die VFX, die Physik und das Gameplay beeinflussen können. Dazu gehören derzeit Niederschlagsinformationen sowie die extrahierten Positionen potenzieller Blitzstandorte. Es wurden auch APIs implementiert, die es dem Spiel ermöglichen, diese Wetterattribute sowohl von der GPU als auch von der CPU auf konsistente, einfache und effiziente Weise abzurufen. Um glaubhaft nasses Wetter zu rendern, wurde dem Atmosphären Ray Marcher Unterstützung für das Rendering von Regenvolumen hinzugefügt. Regenvolumina sind im Wesentlichen Regensäulen unter schweren Wolken, die sich selbst verdunkeln und Schatten in die Umgebung werfen. Dies ist wichtig, um falsch beleuchtete Szenen zu vermeiden, in denen Spieler erwarten würden, dass dichte Regenmengen das Sonnenlicht teilweise blockieren, in Klammern besonders auffällig in der Dämmerung. Außerdem wurden Änderungen an der indirekten Beleuchtung vorgenommen, um den Effekt der Mehrfachstreuung, in Klammern Multi-Scattering, auf die Atmosphäre und die Wolken zu verbessern. Auf der CitizenCon als New Multi-Scatter LUT oder LUT bezeichnet. Das Multi-Scattering berücksichtigt nun neben der Atmosphäre auch das Vorhandensein von Wolken. Infolgedessen ist der bewölkte Himmel weniger dunstig und blau und die Wolkengipfel erscheinen heller. Um den sich bewegenden Wolken ein glatteres Aussehen zu verleihen, wurden Änderungen vorgenommen, um ihre Bewegung beim Sampling der Wolkenschatten sowie der GPU-Wetterkarte zu berücksichtigen. In Klammern, letzteres hat einen direkten Einfluss auf das Aussehen der Regenmengen. An weiteren Verbesserungen wurden gearbeitet, um die auffälligen Treppen von Wolkenschatten bei Kamerabewegungen zu reduzieren, was oft bei tiefstehender Sonne beobachtet wird.
Die Arbeiten an den Regenvolumina inspirierte auch einen Prototyp für ein verbessertes Bodennebel-Rendering. Neben der Verbesserung des Modulierungsaspekts und der Beleuchtung wird es einfacher sein, diesen zu bewerten und zu rendern. Außerdem wird er sich selbst schattieren und Schatten werfen wie Regenvolumina und Wolken. Schließlich wurde damit begonnen, die Karte zu unterstützen und zu pflegen, auf der die angesammelten Regenmengen gespeichert wird. Sie wird es unter anderem ermöglichen, dass Pfützen nach dem Regen noch eine Weile bestehen bleiben. Ja, auch sehr, sehr geil. Kommen wir zum letzten Team in diesem Monatsbericht, dem VFX-Team. Im Oktober unterstützte das VFX-Team verschiedene CitizenCon-Präsentationen, unter anderem zu den neuen Biomen, zum Basenbau und zu Levski. Die Designer unterstützten weiterhin die Vehikel- und Location-Teams bei ihren anstehenden Arbeiten. Ja, so viel zum PU Monthly Report. Auch für diejenigen, die immer sehr skeptisch sind, was CRG denn alles so arbeitet, die sollten sich das gerne mal reinziehen, denn hier weiß man auch, dass das ganz normale Workflows sind, die hier stattfinden und dass alles einfach seine Zeit braucht und dass es Unmengen an Arbeit ist, die hier geleistet werden muss. Ja, sehr schöner Bericht und ich freue mich schon auf den Januar. Da bekommen wir dann den Bericht von November und Dezember. It's really great to be a citizen right now. In a word, Spellbind. This was really the biggest show on earth. You're gonna love the show, everybody. It's time. Ja, kommen wir zum Inside Star Citizen von dieser Woche, dem ersten Inside Star Citizen Woche nach der CitizenCon. Und was liegt da natürlich näher, als einfach eine Retrospektive der CitizenCon zu zeigen? Ich möchte das Ganze jetzt natürlich nicht übersetzen, weil das ist jetzt auch nicht spielrelevant und ich konzentriere mich ja meistens in den Verse News wirklich auf die spielrelevanten Entwicklungen. Deswegen würde ich sagen, schaut euch diese Episode einfach nochmal ganz in Ruhe an. Ich finde, sie spiegelt auf jeden Fall den Geist der CitizenCon in diesem Jahr richtig gut wider. Und wenn ihr in die ganze Sache noch ein bisschen tiefer eintauchen wollt und es noch nicht getan habt, dann kann ich euch meine drei Episoden der Manchester-Reihe in diesem Jahr empfehlen, die ich euch hier oben einblende. Ja, die CitizenCon war wirklich ein Highlight in diesem Jahr, ein Event mit Freunden, die ich niemals vergessen werde. Es war wirklich wunderschöne 3 Tage in Manchester, die wir dort verbracht haben. Ein unglaubliches Erlebnis auf der CitizenCon selbst und auch an dem Tag davor, wo wir uns die Stadt ein bisschen angeschaut haben, wo wir abends dann noch auf der Bar Citizen waren. Wirklich eine richtig, richtig coole Reise, wie ich fand. Aber nochmal zurück zum Inside Star Citizen. Hier sieht man natürlich auch viel im Vorfeld, wie die CitizenCon aufgebaut wurde in diesem Jahr, was für Gedanken und Ängste auch die Mitarbeiter hatten, die dann auch ein Panel halten mussten. Wir müssen ja bedenken, das sind ja alles eigentlich introvertiertere Computer-Nerds, so wie wir, ja. Und die müssen dann auf einmal vor einem, ja, riesen Publikum eine Rede halten. Ja, ich meine, sie wissen zwar, dass da Leute sind, die sind begeistert von dem, was sie machen, aber trotzdem, das ist schon eine Nummer, das kann ich euch auch aus persönlichen Erfahrungen versichern. Ja, auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Es ist sehr, sehr interessant, auch nochmal als Rückblick, wenn ihr da wart, ist das sehr, sehr spannend nochmal zu sehen und auch die Bilder von Manchester, wirklich, wirklich cool. Und wer kann die abschließenden Worte besser zusammenfassen als unser lieber Brubaker? I have never seen anything like this and this was really the biggest show on earth. It's real great to be a citizen right now. Bring on the next one, bring on the next one. Thank you. Ja, Freunde, und das war's auch mit den Verse News von dieser Woche. Mal gucken, was nächste Woche dann anliegt. Dann ist ja auch bald die Intergalactic Aerospace Expo und das Jahr nimmt langsam sein Ende. Ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, Mensch, Sitko, was glaubst du denn, wann die 4.0 dann jetzt live geht? Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, dass die 4.0 über die Weihnachtstage für alle Bäcker offen ist. Im PTU. Ja, wohlbemerkt. Live kann ich mir noch nicht vorstellen, aber ich glaube, das Ziel von CRG ist, die 4.0, den Übergang von Stanton und Pyro im PTU für alle Bäcker über die Feiertage zu öffnen, sodass wir da ein bisschen rumprobieren können. Das wäre so meine Prognose.
Weiß man alles im Vorfeld nicht, aber wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ein wunderschönes Wochenende. Die warmen Jäckchen und Schüchen nicht vergessen, denn es wird mittlerweile kalt draußen, so dass ihr euch nicht erkältet. Und wir sehen uns am nächsten Wochenende wieder. Macht es gut, bis dahin, tschüss.